Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Glitch Gen 1. Ne, Moment, das war was anderes. Aber wir wollen jetzt glitchen. Ich nicht. Auf geht's zum Radweg. Hallo Freunde. So Link. So Link mit Terminus. Oh. Static Encounter, oder? Ja. Static Encounter. Ich schreib mal Relaxo Pris. Ich meine, ist egal, wer es als erstes macht. Relaxo Pris. Ich glaube, ich habe das falsche Pokémon vorne, aber egal. Erstmal Cookie. Ich habe immer mal nach vorne. Pokéflüssiger. Relaxo ist ausgewachsen, brummig und greift verschlafen an. Raupi. Oh, noch Nidoran. Ich glaube, du hast ein weibliches, aber ein männliches haben wir bestimmt auch schon. Bestimmt. Und Triotem ist nicht die beste Wahl. Was soll das sein? Das stimmt, du bist Gift. Das geht, das geht. Oh! Das ist ein Ersatz für unser Starter-Team. Ja. Erstmal Geo-Wurfen. Das kann ich nicht danach wählen. Dann mache ich wieder James. Ich glaube, ich sollte nicht nochmal Geo-Wurfen. Ach, vielleicht krieg ich den Low-Roll. Ich sollte vielleicht kein Griechen essen, wir nehmen auf. Hoppala. Nein! Ich stell die mal weg, die ist zu verführerisch für mich. Ich merke gerade so mit vollem Mund. Irgendwas war doch gerade, warum ich nicht essen sollte. Einmal mit Profis arbeiten. Niemals. So. Außer die Verteidigung sinkt. Ne, dann höre ich auf. Ich werfe meinen letzten Pokéball. Dann ist er endlich weg. Energiefokus finde ich jetzt aber weniger geil. Dann werde ich mal einen Hyperball, weißt du. Gut. Ich gehe mich nochmal eben schnell heilen, weil ich habe ein bisschen Schaden eingesteckt. Ich noch nicht. Dann werde ich noch einen Hyperball. Los. Wie hast du es denn genannt? Häschen. Oh. Weil Nidoran ist ein Hase. Oder ein Kaninchen. Knochenfan. Alles klar. Geht? Ah, Knüppelkalle geht nicht. Knüppelkalle. Prügel auch nicht. Keulenkanne. Das geht alles nicht. Keulekalle. Ja, dann bleibt das N weg. Keulekalle. Finde ich gut. Keulekalle wurde auf bis übertragen. Aufschreiben. Hast du recht. Knogga. Ich finde das Team nicht schlecht. So, ich bin durch. Was war deins? Habe ich vergessen. Nidoran. M. W hast du auf jeden Fall. Und du hast auch schon M mit einem Amoroso von mir. Ah, das geht natürlich nicht. Wie hast du? Ich hab's nicht gesehen. Nochmal. Warte, ist hier oben irgendwas? Weiß ich nicht. Das habe ich auch gar nicht in der letzten Folge geguckt. Da war ich auch nicht oben. Die Fresse. Ja, gut, hier ist nichts. Wie gesagt, der Trick dabei ist. Das ist einfach so lange. Bis er dich einfach durchlässt. Fuck you, ich mach was ich will. Und jetzt habe ich ein Fahrrad. Das ist ein Dickkrieg. tut mir jetzt fast leid, dass ich jetzt zwischen das Taufer kann. Taurus macht mir fast Angst. Jetzt habe ich tatsächlich ein Bäuerchen, weil ich so schlau war, die Brezel ohne was zu trinken zu mir zu nehmen. Nach der Folge jetzt nochmal. Es hat mit einem Kaffee überlebt. Frech! Kassa. Nein! Es hat überlebt. Frech? Frech? Dürfte das gleiche Pokémon gewesen sein, oder? Ja. Aquana. Ja gut, hier Turmkick über. Ich schlitz dich einfach. Erstmal missen. Ist ja kein Problem. Kann Aquana Aurora-Streifen selber lernen? Glaube ja. Ja, dann tu mal nicht weiter missen. Wäre cool.
Aber es geht auf Aquaknarre, anscheinend noch nicht auf Level 32. Rocky Linda kommt mal nach vorne. Habe ich meine Pokémon gewechselt? Habe ich ja Tani am Team? Sekunde. Ja, alles gut. Ja. Jetzt mache ich aber ganz kurz, dass ich kann dann bei dir nicht reinsehen. Weil ich gucke, wie versteckten Items sind. Weil Items und Items. Ja. Natürlich. Ich setze Steinwurf ein und misse. In der östlichen Landzunge. Was soll das heißen? Das ist falsch. Wow, es hat mir 5 KP Schaden gemacht. Stärke. Onyx hat gecrittet, weil Onyx so schnell ist. Ich sag ja. Rich Girl! Onyx Stärke ist daneben gegangen. Wird's mich halt verkackt, Eier. Zum Glück triffst du jetzt sicherer, ne? Ja. Ja gut, gegen Nidoran. Ist ja jetzt nicht das Problem. Oh nein, es hat mich gekrittet. Der komplette Furienschlag werden alles Krits. Mit einem KP. Alter! Ich überlevel mich gar nicht mit Mulder. Fuck you, Turmkick. Du wirst nicht zum Drachen, mein Freund. Da, 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 da. Alles klar, tschüss. Dun, 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 dun. Kann es sein, dass mein letztes Mulder auch Turmkick hatte? Ich weiß es nicht, aber du hast auch irgendwas komisches auf Dragoran gehabt. Ich glaube, mein Geowatz hatte Turmkick. Erdbeben, Steinhage, Turmkick, Ruckzuckkick. Nee, nicht ja. Turmkick. Genesung. Also hatte vielleicht doch Mulder hier. Im nordöstlichen Grasfeld, südwestlich an der Stelle, wo sich östliche und westliche Landzunge verbinden. Ich weiß nicht, was das heißt. Mittlere Spur. Okay, hier oben dürfte kein Item liegen. Wie ich das verstehe. Rocky Linda, 42. Knogger, da sollte ich nicht drin bleiben. Satzenia. Hältst du ein Hypo-Beam aus? Deine Verteidigungswerte sind nicht so weit. Das ist 14 Level unter dir, ne? Volltreffer. Das hat's nicht überlebt. Beim besten Willen. Ja. Boah, bin ich aber besser für. Ach, egal. Wenn jetzt eine Guillotine kommt. Ich dürfte aber gar nicht. Die dürfte eigentlich nicht treffen. Geowurf ist okay. Zwar dürfte die Guillotine nicht treffen, aber trotzdem. Nehme ich lieber die 32 KP, als dass jetzt irgendein Scheiß passiert. Es hat überlebt. Ganz ehrlich, Molnar, entwickel dich, weil dann ist Hyperstrahl ein Safe Kill gegen alles, was nicht aus Stein besteht. Und Geist. Das heißt, das ist immer verschwenderisch. Hypertränke gab es noch nicht in. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich hab dich angerempelt. Halt die Fresse. Jetzt hab ich ein paar Hyperstrahle verschwendet. Eigentlich sollte ich doch nochmal zum Pokécenter. Du bist nicht gefährlich. Wobei ich hätte es lieber, wenn du ein Stahltyp wärst. Weil dann wird der Turmkick halt. Oh ja. Oh nö. Das sind immer so die Nervattacken. Ja, Siggi, ja, komm nochmal 20 KP. 21. Achso, dann noch schon. Was gibt's denn? Hey, Onyx macht gerade einen soliden Job. Molnar, außer, dass ich gerade die ganze Zeit angeheult werde. Passiert. Weicheier. Ja, ich gehe bestimmt nochmal in Pokécenter. So ja nicht. So ja nicht. Ich will meine Hyperstrille wieder haben. Das sind alles Crits, die ich gerade kriege, ne? Mit 4 KP Schaden. Ist aber trotzdem krass von dem Blutri. Es ist Level 36. Na, du bist ein Onyx. Hab ich schon wieder daneben geturmkickt? Ja. Weißt du was? Du solltest aufpassen. Ja, hab auch keinen Bock mehr. Der Karate-Schlag hat doch auch wieder irgendeine Crit-Chance, oder? Marci, Marci, Marci. Meine Folge? Explodieren? Bitte explodieren. Ultraschall. Oh, dafür, ja, alles klar. Keine neuen Schaden. Wow, 10! War aber ein Crit. War ein Crit, ne? Upsi, hier ist noch einer.
Oh, der Rüsli. Ja, 29, alles klar. Das wird gefährlich. Pass auf, der wird wieder hypnotisieren, ne? Ja, aber vor Rüsel habe ich ein bisschen Angst. Oh, Aussetzer. Weil nicht je. Erstmal daneben schlagen, ne? Erstmal daneben schlagen. Kenn ich. Und gleich nochmal. Ich habe noch gar nicht meinen Durak benutzt, merke ich gerade. Hallo, Freund. Du. Verteidigung sinkt so ja nicht. Bäh. Du hast Flammenwurf Eisstrahl, das ist fast eine Coverage. Ja, ich will trotzdem nicht einen Steinpunkt mal drin bleiben. Kadabra, ja, okay, aber. Flammenwurf. Bäh. Du könntest aber in deinem Boden-Pokémon drin bleiben. Oh, Stärke wäre es eigentlich besser gewesen. Ja, Teleport, weißt du, ist okay. In meinem Boden-Pokémon? In einem Boden-Pokémon kannst du drin bleiben. Okay. Da solltest du vielleicht nicht drin bleiben. Oh! Stimmt. Vielleicht kannst du aber nur Blur. Ja, aber das Vieh startet schon mit Aquaknarre. Echt? Ja. Krass. Okay, da war ich nicht dran. Nein, der Spätzwert ist zu hoch. Hat das von selbst Eisstrahl? Ja. Eigentlich in die Pony, ja. Aber ich glaube noch nicht auf 29, sondern erst auf 34. Oh, bitte nicht, komm. Danke. Standard. Ich glaube, in Rocky Linda sollte ich nicht drin bleiben, wenn ein Enton vor mir steht. Grazfurie. Grazfurie. Guten Schlag. Das hat die Strats. Das hätte dein Onix fertig gemacht. Mit physischen Attacken. Ja. Das kann bestimmt nur Graz. Wobei, Grazfurie lernt das, glaube ich, recht früh, das Scheißding. Weiß aber nicht warum. Erstmal wieder zurückgehen. Ja, das war genug. Sichler sind doch süße Mannmanns. Ich werde nie wieder treffen. Ein Steinwurftreffer und es ist tot. Lol. Ich habe getroffen. Onix denkt sich so gut, wenn da mehrere sind, greife ich halt alle an. Wenn da nur einer ist, greife ich nicht an. Siehst du? Nein, ist Rocky, ist ein bisschen doof im Kopf. Weißt du, wenn es zielen muss, dann wird es schwer. Aber wenn da ganz viele sind, dann wirfst du einfach irgendwo einen Stein rein und hat einfach Glück, dass du wechsel bitte raus. Oder heile, ist mir egal, aber so nicht. Ich weiß gar nicht, wie mit Rocky Sazenia. Nee, Sazenia finde ich gut. Lass mal nicht machen. Ich wollte es eh nach dem Kampf hochheilen. Was hast du für eine Limonade. Achso. Mach die nicht. Die 80 KP hoch. 80. Ich bin hier im Grasfeld. Wessen Counter ist das? Die letzte war Safari-Zone. Das ja, war meine. Also ist das deins. Im Grasfeld ist irgendwo ein verstecktes Item. Und ich sag dir nicht wo, weil ich keine Ahnung habe. Es heißt nur im Grasfeld. Guck mal, was Rocky Linda erlernen möchte. Oh. Ja, du hast die Verteidigung Hammer nötig. Hast du nicht. War ein Witz. Ja, Sichlor, du und ich haben nicht so ein großes Problem miteinander. Ich habe früher gedacht, er hätte eine Säge in der Hand, so eine Bügelsäge. Aber es ist eine Peitsche. Klar, hat er eine Säge mit dabei. Ich war klein und doof. Das ist wahr. Jetzt bin ich nur noch doof. Ich wollte es nicht sagen, aber. Ich glaube, Rocky Linda möchte so langsam nicht mehr kämpfen. Ich glaube, Rocky Linda möchte so langsam auch geheilt werden, weil Gift ist immer scheiße. Rich Girl! So sieht er nämlich auch aus, ey. Das ist wirklich ein Rich Girl, das hat seine Extension noch nicht dran, die hält an der Hand. Rocky Linda krittet erstmal. Finde ich okay. Guck mal, gratis. Oh, schade, dass der Surfer nicht so viel Schaden macht, Luftdruck. Ach, Chanira ist schon nicht so. Oh, ein Kleinstein. Da könnte ich mir jetzt sogar aussuchen. Ich habe mehr AP gerade auf Topkick. Ja, aber Finale. Ich kill's aber safe.
Ja, aber Finale, wenn du daneben getroffen hättest. Mit Surfer kann ich genauso daneben. Nein, Surfer hat 100% Genauigkeit. Stormkick nicht? Stormkick 90. Wusste ich. Was ist eigentlich auf dem Schummler-Server los? Ich reden ja Leute. Ich gehe ins hohe Gras. Okay. Jo, mach das, mache ich noch den Bob hier fertig. Das ist du. Du hast beide Nidorans. Männlich sogar mehrfach. Überlebt Fleckmann den Haipupi? Wahrscheinlich. Mauzi! Vor allem, wenn er daneben geht. Ich glaube, davon haben wir noch keins tatsächlich. Hast du die Liste gerade offen oder? Mauzi nichts, nur Billikat haben wir auch nicht. Alles klar. Mauzi nämlich. Ja, ist sowas, Fleckmann. Hat Mauzi mehr als 40 KP? Auf Level? 25? Ich würde sagen, ja, aber sicher wäre ich mir auch nicht. Mauzi wäre durchaus eine Alternative für Big Mom, wenn ich was Gutes bekomme. Was war mit Big Mom gekoppelt? Dein, Dingsens, dein Molnar. Oh. Nein. Wenn nee, nicht so knapp vor der Entwicklung, mein Freund. Wenn dein Dragoran suddenly in einem Blizzard drin bleibt, den du nicht erwartest. Bei Siegfried muss man wirklich aufpassen, er cheatet. Wobei, durch den Randomizer kann er nicht cheaten. Pass mal auf. Das gebe ich dann gleich ein. Welche Route war es nochmal? 17. Route 17. Hast du ein Mauzi? Mauzi ist auch ein Dauerkritter, oder? War das nicht so? Ja. Tut mir leid, Amorose, das wird jetzt leicht wehtun. Tammy Katz, geil. Passt sogar, Tammy Katz. Finde ich super. Jetzt bin ich auch dafür, dass wir es ins Team packen, aber ich will nicht, dass mein Drache stirbt. Habe ich irgendwas gegen, so kurz vor der Entwicklung jetzt langsam? Also langsam nicht mehr, ne? Nicht für Mauzi. Gib mir was sexy-mäßiges. Geht nicht! Wie wir wissen, gibt es nämlich keine primären Flug-Pokémon. Und ganz ehrlich, dich will ich sowieso nicht. Irgendwo im Gras ist auch ein verstecktes Item, ne? Ja, ich Trüffelspein. Geil! könnt ihr bitte nicht nur Normal-Pokémon hier reinschicken? Kann man übrigens beim Laufen hier einfach so ein Item finden? Das ist ja im Gras super schön. Wie viele Typen gibt es im Spiel? Einen, oder? Ja, genau. Gib mir was Vernünftiges. Aber nicht Sandwirbel. Das finde ich vernünftig. Wassereis. Ich meine, ich glaube, Muschas könnten wir haben. Dafür muss aber Lapras sterben. Und das heißt, dein Rüssel. Dein Rüssel macht sie jetzt weg. Ja. Und mein Drache, weil immer noch dein Normal-Pokémon. Ich werde es fangen, weil ich muss. Aber daraus wird nichts. Ich kann sogar mit Surfer schwächen. Ja. Das kann keine Eisattacke, oder? Doch, es kann Aurora-Strahl. Oh, bin ich paralysiert. Ich habe Angst. Was könnte ich sonst machen? Ja, Vertania. Ja, gut. Ich habe vergessen, welches Level es ist. Oh Gott, krit ihn doch nicht! Du blöde Bitch! Ja, Aurora-Strahl, Panzerschutz, Schnapper, Superschall, Level 1 und 50 Dornkanone. Ich merke gerade, du bist scheiße. Ich kann dir Surfer beibringen, das war's. Jetzt wechsle ich aber raus zum Fangen. Ja, solltest du. Obwohl, das sollte eigentlich im ersten Hyperball drin bleiben. Ja, aber... Chennai, sicher, sicher. Sicher, safe. Safe ist sicher. Nimm Superball, das ist mir nämlich gar nicht wert. Ich hasse dich gerade, Tentoxer, ne? Im Superball blieb es schon mal nicht drin. Aber davon habe ich noch ein paar und ich habe Zeit. Natürlich! Ein Giftstachel? Ja, ein Giftstachel. Sag ich doch. Bullshit. Oh, gut. Zweiter Superball aus, was gefangen. Dann schreiben wir da mal ganz kurz auch auf.
Warit Austos. 32T. Flying Lab ist krass. Ein Teil Pokédex. Muschel! Ich dachte, du bist eine Auster. Ist das eine Austermuschel? Okay. Du bist ganz simpel Black Pearl. Ja, genau so sehen Nurse bei mir aus. Bei dir auch? Der Typ war eine Nurse. Bei mir auch. Bei mir sind die Rich Girl und Nurse. Passt sogar perfekt. Schön. Black Pearl. Ich will das Item, aber ich glaube, ich bin zu faul, das zu holen. Oh, cool, mehr normal Pokémon. Weil wir haben noch nicht genug. Bis auf das Radfrass ist dein Mauzi das schwächste Normal-Pokémon gewesen in der Wiese. Wobei es so Billigkart halt wirklich cool ist. Wirklich cool. Ja, auf der mittleren Schiene beim ersten Schild müsste ein verschicktes Item sein. Ja, ich bin auf der ganz Schiene ganz rechts. Auf der ganz Schiene? Auf der ganz Schiene ganz rechts. Okay. Nidorina, du bist noch kein Bodenmann, ne? Dein Gifttyp ist aber hammernervig. Wegen Turmkick. Und Surfer wird nicht reichen, wie ich mich kenne. Du hast aber ein Hypo-Beam. Ja, ich bin mir da unsicher, seit ich das Pinsir ja da nicht gewonnen habe. Na. Richtig harte Rotze im Hals, ey. Ich hätte gerne Gefriertrockner auf Lapras. Klar. Anstelle von Eisstrahl. Logisch. Ein Hinweis! Ach, der auf weggeworfen. Ja, ich würde gerne spielen. Aber wie soll ich das bitte machen? Ich kann ja nicht. Warte, ich kenne einen Trick. Ich kann nicht mal jetzt hier kommen. Und ja, scheiß auf die Items. Und wenn du da surfen willst, steht da, Fahrradfahren macht aber mehr Spaß. Scheiß auf die Items. Jetzt weiß ich, warum du nicht weißt, dass es hier versteckte Items gibt. Fuck die Bitch, ey. Ammonidas. Scheint Pokémon sich sehr gerne. Bin mir unsicher, warum. Tschüss. Obwohl, das Ding könntest du auch surfen. Fährst du gerade den rechten Weg wieder komplett hoch? In der Mitte gibt es keine Trainer. Das sind nur Schilder, soweit ich weiß. Und da müsste irgendwo bei dem Schild ein Item sein, aber es will nicht. Wie bist du gerade angehalten? B-Knopf drücken. Oh. Das wusste ich. Pass auf. B ist Bremse. Südwestlich vom südlichsten Hinweisschild. Nein. Irgendwo war. An der Stelle. Nee. Mittlere Spur neben dem ersten Schild. Ich kann auch nicht mit. Wenn ich jetzt. Geht nicht. Cool. Es verarscht uns. Ja, ich. Und scheiß auf die Items. Tschüss. Ich wusste das gar nicht, dass man anhalten kann. Wahrscheinlich habe ich schon mal gemacht. Aber wieder hart vergessen. Stoppen ist B für Bremse. Wenn du zu lange bremst, dann fällt er vom Fahrrad runter und kannst laufen. Klar. Komm, du bist im Blutzug, du stirbst daran. Surfer. Ich glaube, ich werde so langsam ein bisschen übermütig. Gegen Kampf-Pokémon drin bleiben mit Flying Lamp? Nee. Eisstrahl. It's a beam! It's a me, beam, yo! Jetzt ist Lapras nicht nur ein Switch in alles, sondern es kann auch draufhauen. Surfer ist schon was Schönes. Das ist aber nicht schon immer Eisstrahl? Gengar! Nicht schon immer, Pokémon. Erst seit, keine Ahnung. Ich glaube, erst seit der Trainingssession habe ich Eisstrahl. Oh. Ich glaube, es hat auf Level 39 oder 38 oder so erlernt. Also vorher nur Aquaknarre? Nur Aquaknarre und Body Slam. Ja, stimmt.
Ich bin jetzt so fies. Fuck, ich bin so dumm. Was? Ja, ich hätte gleich hier tüdeln sollen. Ich bin verwirrt. Haus kaputt. Geil! Wenigstens das läuft gerade. Flying Glam 44. Kann ich mit den nicht in Verwirrung selber schauen? Ja, sicher, kritte mich erstmal. Könntest du bitte aufhören? Mich killt gerade ein Pointer. Und das lasse ich nicht zu. Lass den Rüsel nicht kaputt gehen. Das lasse ich nicht zu. Erstmal in Deponia wechseln, weil Glut. Nein. Rats weg, verpiss dich, Arschloch. Ich hätte so gerne Kreuzhieb, ne? Wenn nicht. Au. Hast du überhaupt jetzt mittlerweile eine Kampfverteidigung? Oh. Geowurf. Ja, hier mit Step. Was funktioniert? Geowurf. Wir können übrigens aufmachen. Ja, lass mal oben rechts auf dieses X drücken. Okay. Ja, ich glaube, ich habe alle Trainer hier oben. Ein Hinweis, fick dich. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich den Fahrradweg fertig mache. Bei Kali weiß ich nicht, ob es schon soweit ist. Terminus raus, bis dahin und tschüss. Das ist ja super ärgerlich. Du bist ein... Okay, dann nicht raus. Ich habe genau gewusst, dass du Scheiße machst. Ich habe nur drauf gewartet. Ich habe gedacht, den hätte ich schon. Das ist genau der Typ, dem... Das ist genau der Typ. Aber bei dir kam der von links. Nein, auch von rechts. Das glaube ich nicht. Alles rechtes Pack! Ja. Reden wir über die AfD. Was so ziemlich die einzige Partei ist, die nicht Kitas unterstützen will, Kinderbetreuung. Weil es wahrscheinlich einfacher ist, wenn die Behindi-Eltern ihre Kinder zu Hause zum braunen Pack machen. Ja. Gut, jetzt haben wir auch darüber geredet, ist dein Kampf vorbei? Nein. Was ein hübsches Mann. Was hast du gesagt, hast du gegen Rocky Linda, das angeschlagen ist? Guten Borschnabel dürfte. Lass mich gerade vergiftet, du Hure. Borschnabel macht trotzdem nichts. Irgendwie hat mein Glurak jetzt vergiftet, ja? Und ist der zweite Donnerschock an. Dich irgendwo hinstellen, speichern. Am besten fährst du gegen ihn. Kann ich bitte jetzt sagen. Okay, ich hab meine letzten zwei Steinwürfe gemisst. Ich wollte gerade sagen, jetzt aber nicht Klammergriff. Also ich habe jetzt eine Brezel, hab gespeichert. Die Ansage von vorhin gilt, falls es euch gefallen hat, guckt doch bei Kali rein, da kommt die nächste Folge. Wie immer, wir wissen noch nicht wirklich, wie wir hochladen werden. Vielleicht jeder zweimal die Woche, also vier Folgen die Woche. Falls es euch gefällt, keine Ahnung, wenn wir sehen. Der Tag hat nicht gereicht. Ich weiß. Aber siehst du, gegen Zapdos habe ich halt einfach ohne X. Das war halt einfach... Es hat mir nichts an Schaden gemacht. Kamina, sollst du jetzt was zu trinken? Tschüss. Bitte einfach gegen den fahren. Ciao.